Vor 2 Jahren als Kickstarter-Projekt gestartet, zog Blasphemous innerhalb kürzester Zeit die neugierigen Blicke der Dark Souls-Fans auf sich. Der düstere, bitterbös-brutale Action-Plattformer schenkt euch nichts. Wer sich zu lange am wunderschönen Look der düsteren Fantasy-Welt erfreut, fällt schnell auf die Schnauze. Denn wie im großen Vorbild sind die knallharten Hack-and-Slay-Kämpfer in Blasphemous unerbittlich. Ob ihr überhaupt einen der herrlich bizarren Bossgegner zu Gesicht bekommen werdet? Konami startet mit verändertem Namen und großen Ambitionen in die kommende Fußballsaison. Neue Partnerclubs, darunter exklusiv Juventus Turin, frische Features für die Meisterliga und der Modus Matchday gehören zu den großen Neuerungen von eFootball PES 2020. Selbstverständlich wurden auch Animationen und Spielablauf überarbeitet, um das Rasenschach noch realistischer zu machen. In der Defensive können nun taktische Fouls ausgeführt werden, um gefährliche Angriffe zu unterbrechen. Die Demo für PS4, Xbox One und PC könnt ihr derzeit spielen, um einen Vorgeschmack zu erhalten. Gears 5 bietet erneut ein umfangreiches Paket aus Kampagne und Mehrspielermodi. Während sich Microsoft und Entwickler The Coalition bezüglich der Story noch immer in Schweigen hüllen, konnten Teile der Versus-Spielarten bereits im Rahmen einer Beta angezockt werden. Spielerisch bleibt sich die Serie treu, wer die Vorgänger im Multiplayer gezockt hat, kommt auch mit Gears 5 zurecht. Deutlich gespannter darf man aber auf den neuen Escape-Modus sein, bei dem ein Team vor einströmendem Giftgas fliehen und dabei zahlreiche Feinde bekämpfen muss. Mit Greedfall holt das französische Studio Spiders zum großen Wurf aus. Im Fantasy-Frankreich des 17. Jahrhunderts erlebt ihr ein Action-Rollenspiel, das sich irgendwo zwischen BioWare's Dragon Age-Serie und The Witcher von CD Projekt Red einpendelt. Darum erwarten euch actionreiche Echtzeitkämpfe mit einer dreiköpfigen Party, die mit Nah- und Fernkampfwaffen angreift und verschiedene Zaubersprüche wirkt. Greedfall macht bisher einen sehr guten Eindruck und sollte auf dem Merkzettel jedes Fantasy- und RPG-Fans stehen. Das wird ein großer Ballerspaß. Borderlands 3 lässt euch allein oder, und das ist viel besser, im Team auf massenhaft ausgeflippte Gegner los. Genauso durchgeknallt sind die zufälligen Waffenkreationen, mit denen ihr Punks, Roboter und Mutanten in die ewigen Jagdgründe befördert. Das bringt euch jede Menge Loot ein, sodass ihr ständig mit neuen Knarren, Ausrüstungsteilen und Erfahrungspunkten belohnt werdet. Diese Spirale in Kombination mit der herrlich launigen Action ist von jeher das Geheimrezept der Reihe. Und das geht ganz sicher auch 2019 mit Borderlands 3 wieder auf. In Daemon X Machina erwarten euch actiongeladene Kämpfe in individualisierbaren Mechs gegen riesige Bosse. Künstlerisch wird das entfernt an Xenoblade Chronicles X erinnernde Projekt in einem Cell-Shading-Grafikstil mit schmissigem Metal-Soundtrack gepackt. In den bisherigen Trailern präsentierte sich Daemon X Machina als astreines Action-Feuerwerk. Die erste Beta-Demo wirkte technisch allerdings noch alles andere als rund. Hoffentlich haben sich die Entwickler das Feedback der Fans zu Herzen genommen, andernfalls könnte dieser Flugroboter wie ein Komet am Boden zerstellen, bevor er überhaupt abgehoben ist. Der richtige Spielplatz für Bleifüße könnte das neue Grid werden. Hier geht es nämlich nicht um eine besonders authentische Simulation des Rennsports, sondern vielmehr um actionreiche Duelle in heißen Sportwagen. Eine fordernde KI soll euch jeden Meter der Strecke streitig machen, umgekehrt können die computergesteuerten Fahrer auch einen schlechten Tag haben und beispielsweise einen Unfall verursachen. Im Zentrum des Spiels steht der Karrieremodus, bei dem über 100 Veranstaltungen auf Strecken rund um den Globus warten. NHL 20 dürfte das übliche Rundum-Glücklich-Paket für Puckschubser werden. Dafür sollen einige Neuerungen sorgen, darunter Signature-Schüsse der Stars und verbesserte Animationsübergänge für flüssigere Spielzüge, sowie eine neue KI für die Torhüter. Ansonsten schraubt EA weiter fleißig an den beliebten Spielmodi Hockey Ultimate Team und Shell. Mit Eliminator kommt zudem eine neue Variante von Ones and Threes. Also weiterhin keine großen Umbrüche, sondern der kontinuierliche Ausbau des bereits vorhandenen Spiels.